Bum 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 bum. Oh, hallo und willkommen zu Oh Hallo, dem besten Format hier auf YouTube. Nach so vielen anderen Shows soll man es eigentlich immer sagen, aber man muss sowas ja auch an euch verkaufen, ihr kleinen verwöhnten Kiddies, weil sonst klingt ihr ganz schnell weg. Wir haben einen neuen Gast heute und da ich kein Kärtchen habe und ich nur weiß, dass er Daniel heißt und 22 ist, stellt sich Daniel einfach mal kurz selber vor. Oh, hallo. Genau, oh, hallo. Oh, oh, hallo. Ja, ich bin Daniel, aka Cube oder The Cube Factory. Komme aus der PvP-Szene, habe einen Kanal wie sonst die anderen auch, spiele ansonsten Minecraft sowie CSGO. Der Channel repräsentiert mich, also kommen auch Vlogs. Und manche kennen mich bestimmt von Tim, Stegi, Tobi, Veni, GHG, wen auch immer. Also ich bin ja aus der alten Sub-Szene und von daher ein reiner PvPer und mal gucken, wie sich der Bergi dagegen wehren kann. Ja, wir haben ja nicht mehr so viele Minecraft-Spiele, ne? Wir haben ja nur noch das erste und Bad Wars. Aber Bad Wars wäre natürlich schön, wenn es dazu nicht kommen würde. Weil warum? Ein bisschen, ja, weißt du, ich will dich ja auch nicht komplett demütigen dann. Nee, weißt du, ne? Das ja, natürlich auch nicht. Aber sag mal, wenn du so eine PvP-Maschine bist, und das haben wir über einige Kandidaten schon gesagt, aber bei dir scheint es ja dann vielleicht tatsächlich zu stimmen, saßt du dann auch manchmal echt so vor den Folgen und hast gedacht, so, Alter, Leute, was ist da? Jedes Mal. Jedes Mal. Also wirklich, ich habe mich auch sehr früh eigentlich beworben und habe auch in meinem Ankündigungsvideo gesagt, also dass ich gar nicht fassen kann, was da für Leute gewählt werden, weil ich mir dachte echt so, die Leute sagen, sie sind irgendwie PvP-stark und können eigentlich gar nichts. Und, Weil darfst du nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die PvP-Stärke, sondern es geht eben auch darum, dass man charismatisch vor der Kamera wird. Ja. Ich habe bislang nicht den Eindruck, dass es dein Defizit ist. Nicht unbedingt. Du bist ja Let's Player selber. Ja. Ich glaube, ich blinde gerade. Hast du die Lampe geguckt zu lange? Ich habe jetzt probiert, eine halbe Stunde lang in diese Lampe zu starren, aber es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Langweilst du dich? Ich guck mal kurz auf mein Notizkissen. Das sagt mir, Daniel, du sprichst ja von dir selber als charismatische Person. Kannst du mir mal Sub-PvP beibringen? Natürlich. Wir machen das dann aber natürlich cross-promo-mäßig, also eine Folge bei mir, eine Folge bei dir. Und ich rede jetzt gar nicht von Aufnehmen, also das mache ich jetzt wieder rein. Gut, ich rede aber nur davon. Deswegen bin ich hier. Nein, natürlich, sehr gerne. Kann nicht in der Beschreibung nochmal seine Freundin verlinkt, die war deutlich sympathischer. Stimmt, kann man nochmal dazu sagen. Letzte Woche, eine Folge voller Spannungen und Überraschungen, war deine Freundin da, die Julia. Genau, Und ob sie gewonnen hat, ob sie auch so eine PvP-Maschine ist, wie Daniel und mich geschlagen hat, das könnt ihr euch nochmal nachchecken. Warst du zufrieden mit ihrer Performance, ohne jetzt zu spoilern? Ja, ne? Ja. Hat sich gut geschlagen. Hat sich sehr gut geschlagen. Spielt ihr auch zusammen dann eigentlich? Ja, öfters mal. Okay. Sie übernimmt aber den defensiven Part dann. Ist das dann so, ist das so eine neue Beziehung? So eine New Style Relationship, nennt man das ja bei den Kids? Also geht ihr dann nicht mehr raus, sondern ihr sagt, es wäre. Gehen jetzt durch die Minecraft-Welt? Ja, also manchmal fragen wir auch so schon, wo ist DE Straße gewesen, aber die Skins gefallen uns da auch nicht so gut. Die meisten Texture-Packs sind da auch nicht so toll. Es laggt vor allem dann auch bei mir, das ist so das Problem. Geht ihr auch dann in Garry's Mod ins Kino zusammen? Oder? Zum Beispiel, wobei Kino mögen wir jetzt nicht so, aber ja. Ach, seid ihr wirklich keine Kinogänger? Nee, nicht so wirklich. Ah. Ich wollte immer mal eine Mod voranbringen, habe ich auch damals mal probiert, wo man quasi so eine Party auf so einem Hochhaus hat, weißt du, wo du dann rumgehen kannst und dann kannst du quasi dort Party machen mit geiler Grafik und kannst an die Bar gehen, Drinks holen, mit den Leuten so ein bisschen sprechen und sowas. Wäre ganz fett gewesen. So, ich würde allgemein super gerne in Garry's Mod halt eigentlich alle meine natürlichen Bedürfnisse, die ich im echten Leben habe, abdecken. Das wäre so mein Traum eigentlich. Ja. Habt ihr auch Lust auf Naschi gerade, oder bin ich jetzt alleine? Nee, eher so auf so ein Slush-Eis jetzt. Okay, Slush-Eis wäre Hammer. Ja. Erdbeer oder Cola? Oder pass auf, gemischt, oder? Du bist auch so ein Mischer. Nee. Ich bin immer hin und dann alles zu dritt in einen. Das ist eine fette Idee. Pass auf, unabhängig davon, wie es ausgeht. Wir beide, ein Slush-Eis, was meinst du? Auf jeden Fall. Ich krieg das hin, ich kann das organisieren. Super. Guck mal, jetzt schreibst du, du würdest auch gerne in die CSG gleich. CSGO. Ja? Schöner Tippfehler übrigens. Ja, das ist peinlich. Gut, ne? Szene Fuß fassen. Kann man jetzt auch nochmal vielleicht nochmal. Gib mal bitte die Karte. Glaubst du, dass. Nochmal in die Kamera rein, das ist echt. Es jetzt durch die ESL One so einen kleinen Hype geben wird, dass es vielleicht das CSGO etablierte auf YouTube auch als Let's Play funktionieren wird. G gleich Community zu. Also auf jeden Fall. Ja, denke ich schon. Ich habe es ja jetzt so gemacht, mehr oder minder
kurze Schleichwerbung an der Stelle, jetzt bitte einmal einblenden, danke. Ich habe es so gemacht, ich habe einfach mir ganz frech, es wurde ja alles auch in-game gestreamt, und ich habe meinen Stream angehauen, habe einfach die englischen Kommentare ausgestellt, alles selbst kommentiert und auch selbst umgeswitcht, und das hat eigentlich einigen gut gefallen, und ich bin schon seit sehr lang in der CS-Szene und habe es vorhin schon gefeiert, du warst gar nicht dabei, Stegi hat aber vorbeigeguckt, der fand es gut, tatsächlich. Ja, der findet auch viele Sachen gut. Ja. Ne? Fand dieser auch nicht mal gut. Und ja, also wäre schon cool, wenn es irgendwie geht oder so E-Sport. Aber schon spielen. Selber spielen dann, nicht auch von mir aus, ich könnte beides machen. Okay. Bei selber spielen, mein Aim ist ein bisschen schlecht in CSGO, aber ansonsten taktisch bin ich vielen überlegen, ja. Hm. Ich mag deine zurückhaltende Art. Danke. Das finde ich wirklich sehr, sehr charismatisch. Hier steht, du bist Energy Drink süchtig. Ja, nee, das stimmt nicht. Da steht da erst Energie Drink. Energie. Tatsächlich. Du bist Energiedrinksüchtig. Ja. Was trinkst du da? Steht man da drunter? Von RWE trink. Dann den neuen da? Ja, zum Beispiel. Ja. Aber dann erneuerbare Energie. Ja, sowieso. Na klar. Atom lasse ich mich gar nicht drauf ein. Nee, das würde ich auch. Nee. Da wäre ich immer auch zum Hulk. Da strahlt das Urin auch von so. Das ist, ja, manchmal. Ist ganz geil, weil bei mir brennen öfter mal die Lampen durch. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber dann ist es wie bei Spargel und so. Hm. Stimmt. Du urinierst an deine Decken? Nein, wenn ich uriniere im Bad und die Lampe mal wieder durchgebrannt ist, dann habe ich quasi Licht. Du hast doch bei dir hast du ja diesen coolen LED-Klorand, den habe ich bei dir mal gesehen. Genau, wenn du drauf sitzt, dann blinkt er so ganz. Ja. Und desto doller du drauf sitzt, umso verrückter das Muster quasi, das LED-Muster. Kommen manchmal auch zwischendurch so Dreiecke. Echt? Ja, die brennen sich ein, die sind sehr, sehr hell eingestellt letztes Okay. Mal. Da saß ich aber auch fester drauf. Hui. Du brauchst einen Bildschirmschoner, damit sie es nicht einbauen. Bildschirmschoner habe ich ja. Wie früher, da kommen diese Rohre, die bauen sich immer auf, wenn ich nicht drauf sitze. Oder dieses 3D-Labyrinth von Windows 95 wäre auch cool. Windows-Labyrinth. Das Windows-Labyrinth. Mhm. Ja, Mensch. Du machst eine Ausbildung zum IT-System Energy-Drink? Nein, IT-System-Elektroniker. Da habe ich mich wohl verlesen. Mhm. So ein bisschen, ne? Mhm. Ja, Warum? Erklär mir das genauer. Warum? Warum nicht Tierarzt? Warum nicht Tierarzt? Tiere. Warum nicht so? Feinmechatronik? Nee, ein bisschen langweilig. Dann schon doch so ein bisschen Internet- und programmierlastig. Okay. Ist schon schön. Außerdem von der uns allseits geliebten. Da arbeitest du? Bitte? Kritisierst du? Pass mal, ich habe folgende Problematik. Pass mal auf. Ich bin umgezogen gerade. Das ist immer das Schöne, wenn man IT-Systemelektroniker ist. Jeder kommt und sagt, ey, ich habe da mal ein Problem. Mein Router funktioniert nicht. Sagen mir mal, wo das ist. Ja, dann geht man zum Kunde hin, steckt den Stecker hinten wieder rein. Alles funktioniert. Ja, wenn es denn so einfach wäre, Daniel. Ja, okay. Pass auf, bei mir ist es so, ich habe eine 50.000er Leitung. Ja. Mhm. Und bin jetzt umgezogen, bekomme da nur 16.000. Mhm. Jetzt habe ich da angerufen und gesagt, pass mal auf, Leute, ich brauche das beruflich. Ja. Ne? Weil ich bin viel beschäftigter internationaler YouTube-Uploader. Kenn ich dich. Und habe dann gesagt, ob ich von dem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen könnte, weil mir ja nur noch 16.000. Jetzt wollten die mir diese Hybrid-Geschichte andrehen. Kannst du die empfehlen? Okay, also Sonderkündigungsrecht. Ne? Oder? Gut, okay. Gut. Ich weiß Bescheid. Witziges gedacht. Für Spielen jetzt nicht so geeignet, sollte einem auch einfallen. Funk, Hybrid, Spielen, genau wie er meinte zu mir, WLAN. Er meinte zu mir, das wird dann automatisch, sobald er merkt, da passiert was, dann wird mir da automatisch was zugeschaltet. Okay. Kann man ja doch mal gucken. Natürlich, ja? Ich kann es ja mal ausprobieren. Ja. Dann, ne? Und zack, haben wir wieder einen arbeitslos gemacht. Nein, wir schneiden das einfach und tauschen das aus gegen Ikea. War das ein Gag? Ikea. War das ein Gag? War das so spontan jetzt gerade eine Reaktion? Nein, ich weiß schon, woher das kommt. Hey. Das ist aber schon jemand länger. Jetzt schleimt er sich auch noch ein bisschen ein hier. Nee. Schön. Okay, Leute, pass auf, dann würde ich einfach mal sagen, wir hauen jetzt zum Ende noch ein Gewinnspiel raus, genau. Retweetet das Video hier. Genau. Und bei, ich sag mal, 300 Retweets. 3000 Retweets? Jetzt wird man nicht überheblich, Alter. 3000. Abonnieren wir tatsächlich die Beyond Ballerer. Hm.
fanden jetzt auch, hast du nur gemerkt, nur die Beyond-Ballerer lustig. Mhm. Weil der Rest, der kennt es nicht. Ich muss mitlachen. Er musste lachen. Doch. Ihn hat das überzeugt. Ja. Du wirst bestochen dann quasi auch. Gut, im Hintergrund wird uns wieder ein Tee angezeigt. Es wird Tee aufgesetzt. Wir verstehen immer noch nicht, was das heißt. Telekom, ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt so einen Schnipsal haben, so ein Seppischer. Es kotzt mich auch langsam ein bisschen an hier. Das wäre nicht einmal professionell. Das ist übrigens einer von den Beyond-Ballerern. Welcher das ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wie schaut es aus mit einem Star Wars-Trailer? Habt ihr das vorangebracht jetzt? Läuft, ne? Sehr gut. Okay. Und wir sagen wie immer, wie Ricky uns das schon gesagt hat, was unser Outro-Satz? Weiß ich nicht. Wow, was für eine nette Nougat-Schnitte. Es gibt noch einen anderen, da tut er so ein paar Eier rein, ja, und schlägt so das auf, weißt du, so, ja, dann ist der Schaum so. Ja. Und dann hat er da so ein Lineal daneben. Und dann guckt sich Ricky das so an. Wow, 1, 2, 3, 4, 5 Zentimeter, wow! Vielleicht auch nochmal einblenden an der Stelle hier, ich kann jetzt alles rüberschicken. Er ist wirklich begeistert von dem Schaum. 5 cm Schaum. Wir verabschieden uns mit einem Ricky Original mit 5 cm Schaum. Wir sehen uns wieder in einer schäumigen Bergstürmer-Sendung. Bis dahin. Am Montag übrigens, weil viele Leute sind immer verwirrt nach 30 Folgen Gipfelstürmer. Oh, oh, oh. Da ruft die Legal-Abteilung wieder an und haut uns wieder auf die Finger. Oh, aber wir kriegen nochmal im Hintergrund jetzt gerade ganz viele Tees, von daher sagen wir, wow, 5 cm Schaum. Und dann, ich lass mich noch nicht im Mund verbieten hier.